Willkommen bei der Plattform Geruchssäuer, der Plattform für alle Toilettes, alle Colognes und alle Parfums und alle Extrait. Hier ist der Manuel und ich präsentiere euch heute ein paar wunderbare Eau de Parfums und weiter geht's nach der Titelmusik. Abonniert bitte den Kanal und wer schon hat, danke für die Treue. Bis gleich. Willkommen zurück bei Batsch vom Geruchsfeuer. Hier haben wir John Vavados, Nick Jonas, GVXNG, Nick Jonas, John Vavados. Da ist Apfel drin, Rum und Kaffee. Rechts daneben haben wir von Emikalev Gajak und von Emikalev Emir. Dann ein Rasasi Rums. Rums al-Rasasi Purhom, dann von Goulon Lom Ideal, dann Emporio Armani Strong With You Intensely, Rasasi Chunun Puletta Home, Paco Rabanne 1 Million Absolutely Gold, Bougeron Chez Purhom, Rasasi Kelsey Berwin Al-Shawara, Bentley for Man, Tom Ford Eau de Sole Blanc und Banana Republic M. Sie alle duften einzigartig. Dieser hier duftet sehr elegant, so wie auch Gajak. Gajak ist exzellent und schon was exzellent zu nutzen für einen Restaurantbesuch. Weil es sehr angenehm und elegant duftet, strenger und stärker und animalischer riecht Emir und kommt in einen schwarzen Flakon, im Gegensatz zum Gajak, das kommt in einen weißen Flakon mit Steinen verziert. Dann das Rums al-Rasasi Purhom ist sehr stark, intensiv, hat eine starke Intensität. Die Performance ist großartig, es riecht gut, es haltet lang und es hat eine starke Silage-Protektion. Das Goulon L'Homme Ideal hat Amaretto-Likör in sich drin und ist fabelhaft im Geruch. Rasasi Chunun Puletta Home basiert auf Blumennoten und Flederbasis. Dann Song With You Intensely von Emporio Armani ist sehr, also ist Kastanien-Eiscreme drin, Salbe, Lorbeersalbe, dann Zimt und Muskatnuss und Vanille und Tonkabohne. Dann im Paco Rabanne 1 Million Absolute Gold ist Sandelholz drin. Dann Leder, synthetisches Leder. Im Chez Purhom ist Zimt drin und Tonkabohnen und Benzoin. In Cassie Berwin Al-Shawara ist Oud drin, Räucherholz, Agerholz. Im Bentley for Man, dieses hier, ist Rum drin, unter anderem. Und in Tom Ford Eau de Sole Blanc ist Pistazie, Kokosnussmilch und florale Duftakkorde und Benzoin drin enthalten. Danke, das war Geruchsfeuer, die Plattform für Eau de Toilette, Eau de Colognes, Eau de Parfum, Eau de Extrait. Euer Manager der City, danke fürs Zuschauen, abonniert bitte meinen Kanal und gebt mir ein Like und danke. Ich mache noch einen Geruchstest mit Paco Rabanne und die absolute Gold. Es riecht zauberhaft. Also dann, tschüss, Baba.